Hey Mammuts, wir bekommen echt immer viele Fragen von euch und wir haben gedacht, wir widmen uns diesen Fragen mal. Und das Ganze haben wir in Form von 3 Videos für euch gemacht und ich wünsche euch jetzt viel Spaß hier beim ersten Teil. Hey Mammuts, wir sitzen hier in unserem ersten Mammutmarsch Fernsehgarten, unserem ersten professionellen Studio für euch. Wir sind beim Mammutmarsch Berlin. Morgen geht das letzte Event der Saison los und tausende Mammuts gehen hier an den Start. Und wir haben gedacht, für die Saison bereiten wir mal was anderes für euch vor. Und wir haben jetzt mal die häufigsten Fragen rund um den Mammutmarsch für euch zusammengesucht. Und ich sitze hier mit Jore und mit Christine, die ihr 100% alle kennt. Christine ist auch Eventmanagerin bei uns und Jore und Christine sind beide begeistert der Extremwanderer. Jure läuft selber extrem oft mit und ist auch bei uns im Marketing mittlerweile. Und genau, deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mit den beiden sprechen kann. Ich habe hier mal die wichtigsten Fragen aus der Community rausgesucht und Jure und Christine werden mir die beantworten. Viele Fragen drehen sich am Anfang natürlich auch um die Zeit vor dem Marsch. Also die erste Frage, die ich immer wieder höre, ist, wann bin ich bereit? Also auch für die 30 Kilometer, wann bin ich bereit für so einen Marsch? Ich würde mal gerade Christine dich fragen. Sehr gerne. Bereit für den 30-Kilometer-Marsch ist man im Prinzip immer. Einfach aus dem Grund, zieh dir die Schuhe an, zieh dir irgendwie sportliche Klamotten an, nimm dir deinen besten Laufbuddy, beste Lauffreundin und geh halt einfach raus, probier es halt einfach aus. Und ich glaube, man wird sehr schnell über die eigenen Grenzen herausgehen und feststellen, wie toll es doch eigentlich ist, wenn man zu zweit läuft oder auch zu mehreren, kommen ganz schnell 30 Kilometer zusammen. Und selbst wenn es weniger ist, einfach mal starten, einfach mal loslegen und genau, ja. Und wahrscheinlich dann einfach ein Gespür dafür entwickeln, oder so? Weil ich merke immer wieder, dass ich, wenn ich einfach im Alltag laufe, ohne Wanderschuhe oder so und manchmal auf meine Handyuhr gucke, dann sind es so 10 Kilometer und man hatte Birkenstock an oder so. Also wer war so eigentlich nicht bereit dafür? Und ich finde es auch schon hilfreich, wenn man vielleicht drauf achtet, so wie weit man überhaupt mal gegangen ist. So. Man guckt ja voll auf dich drauf. Ihr habt beide so eine Fit-Uhr an, ne? Ihr guckt dann wahrscheinlich drauf. Ihr wisst, ihr kennt eure Schritte, aber viele wahrscheinlich auch einfach nicht. Und tatsächlich finde ich es gar nicht wichtig, wenn man am Anfang auf die Zeit schaut oder auf die Kilometer schaut. Vielleicht auch einfach gar keine Uhr, sondern einfach loslaufen. Also am Ende geht es ja auch nicht darum, wie viele Kilometer bin ich am Ende gelaufen oder wie viele Schritte habe ich gemacht, sondern einfach loslaufen. Und man wird überzeugt sein oder überrascht sein vielmehr, wie schnell man dann doch viele Kilometer zusammen hat. Cool. Dann die nächste Frage ist, ein bisschen geht in die gleiche Richtung. So, ich würde den Mammutmarsch gerne mal mitmachen, aber ich traue mich einfach nicht. Also so, ich denke, ich bin nicht bereit, so, aber ich will es gerne mal erleben. Also was würdet ihr den Personen raten? Ich würde ihm einfach mal raten, einfach sich anzumelden, einfach es mal zu versuchen. Und so wie es Christina gerade eben schon gesagt hat, also gar nicht sich so unter Druck setzen zu tun, sondern einfach sagen, wo ist ein Event in den nächsten 1-2 Monate vielleicht und einfach mal mitlaufen, morgens gemütlich an den Start kommen, sich noch einen Kaffee holen und dann einfach, auch wenn man alleine startet, man ist ja auch nie alleine auf der Strecke, man läuft vielleicht noch alleine los, aber findet dann irgendeinen Laufpartner, einen Buddy, unterhält sich, ist schon am ersten Versorgungspunkt. Und ratzfatz hat man die 30 Kilometer hinter sich und denkt, boah, ey, wie habe ich das eigentlich hingekriegt? Also von dem her sich da gar nicht so irgendwie so einen Fixpunkt setzen und so unter Druck setzen, sondern einfach, man soll ja Spaß dabei haben. Das sollte man eigentlich nicht vergessen und man ist ja auch nie alleine auf der Strecke. Genau, dann eine Frage, die immer wieder kommt. Jetzt angenommen, ich bin soweit, okay, ich mach hier mit. Wie finde ich dann den richtigen Marsch für mich? Also was sind zum Beispiel jetzt so Märsche, die ihr für Anfängerinnen empfehlen würdet? Und bei welchen sagt ihr, okay, lasst die mal lieber für die fortgeschrittenen Läufer und tastet euch anders heran? Christine, du? Ja, gerne. Ja. wir hatten ja eben schon mal die Frage mit den 30 Kilometern. Wenn man uns jetzt da mal so das Portfolio von uns so ein bisschen durchschaut, ist es vielleicht einfach hilfreich, für sich selbst auch einen Marsch auszusuchen mit weniger Höhenmetern? Da bietet sich natürlich heute oder morgen vielmehr der Marsch in Berlin einfach an. Der Saisonabschluss, die Hauptstadt von einer anderen Perspektive einfach mal zu erleben, zu sehen, wie grün es dann doch in der Großstadt Berlin sein kann. Nichtsdestotrotz ein bisschen mehr mit Herausforderungen, natürlich auch Stuttgart oder Hannover. Hannover ist vielleicht auch ganz, ganz schön, einfach weil es
auch super grün ist. Das denkt man ja immer nicht. Es gab mal einen guten Sprichwort, was es in Hannover denn nicht gibt. Aber wir können auf jeden Fall ja zeigen, dass Hannover super viel zu bieten hat, super grün ist und was die Höhenmeter angeht, natürlich auch sehr für den Einsteiger vielleicht, wenn man so formulieren möchte, geeignet ist. Ja. Cool, okay, das heißt, wir melden uns jetzt alle erstmal für nächstes Jahr Berlin und Hannover an und dann, genau. Und dann ist natürlich die Frage, so jetzt sind wir angemeldet, dann ist die Frage Training. Also so, wie bereite ich mich jetzt darauf vor? Gibt es bei euch Tipps fürs Training? Also einfach auch gerne persönlich aus dem Nähkästchen, vielleicht auch ihr beide, weil man bereitet sich ja auch unterschiedlich wahrscheinlich darauf vor. Also was würdet ihr sagen, jetzt habe ich in 3 Monaten oder so den Lauf, was mache ich? Also was ich zum Beispiel gar nicht machen würde und was halt auch immer wieder vorkommt, sind halt die Leute, die sagen, sie melden sich jetzt, sage ich mal, morgen direkt für so ein Event an, haben noch nicht mal Sportschuhe oder haben nicht mal Wanderschuhe, bestellen sich noch irgendwas über einen Online-Händler und wissen noch nicht mal, ob die Schuhe irgendwie passen oder so. Also ich denke mal, wenn man mal so anfängt, natürlich bei den Schuhen, man sollte auf jeden Fall Schuhe tragen, die man schon mehr als einmal getragen hat, die vielleicht ein bisschen eingelaufen sind, wo man sich einfach wohlfühlt. Die Sockenwahl ist für viele ein Thema. Also es gibt nicht den perfekten Socken, sondern es gibt halt für jeden so dieses Individuelle, was halt gut ist. Aber ich würde einfach mal sagen, natürlich, wenn es jetzt eher im Sommer ist, warme, also leichte Klamotten. Man soll sich auf jeden Fall wohlfühlen. Wir haben ja zum Beispiel ein Tutorial ja schon gemacht mit, was muss in den Rucksack. Zum Beispiel auch eine Regenjacke oder so. Das ist, sage ich mal, so ein bisschen die Hardware, was halt vorbereitet sein soll. Und ja, lauftechnisch, wie wir ja vorhin schon gesprochen haben, wenn ich mal so regelmäßig 10 oder 15 Kilometer laufe, man hat ja auch so ein gewisses Momentum an diesem Tag. Man ist ja nicht alleine, das sind tausende von Leuten, die das gleiche Ziel haben. Und da würde ich mich jetzt gar nicht so, manche trainieren vielleicht für einen Marathon oder sowas hin. Das denke ich, bei 30 Kilometer braucht man nicht. Also man sollte regelmäßig natürlich mal laufen. Aber wir haben auch ganz andere Kandidaten, die vielleicht auch mal gewichtstechnisch ein bisschen ja, mehr auf den Rippen haben, aber das trotzdem richtig, richtig gut rocken und richtig Spaß haben und da auch durchgehen. Also diese Ausreden, die sich viele immer sich selber geben, das sind einfach nur Ausreden an einen selbst und davon sollte man auf jeden Fall wegkommen. Und ich glaube, so dieses Training 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, das gibt's nicht. Das muss jeder ganz individuell für sich einfach gestalten. Und einfach an den Start gehen, einfach mal gucken, wie weit komme ich. Und ich glaube, dieses Momentum an diesem Tag wird mindestens die 30 Kilometer reichen. Cool. Willst du auch noch was sagen dazu? Ja, also was ich im Prinzip nur hinzufügen könnte, ist auch im Alltag sich einfach zu bewegen. Also wie häufig passiert es denn, dass man in ein Gebäude reingeht, da ist ein Fahrstuhl oder Treppen, wofür entscheidet man sich in der Regel für den Fahrstuhl? Das schon mal weglassen oder der Bäcker ist halt 1 Kilometer entfernt, dann fahre ich nicht mit dem Auto dorthin, sondern lauf halt einfach. Baue mir halt einfach so eine gewisse Routine ein. Es müssen ja gar nicht die 30 Kilometer Trainingsmärsche vor einem offiziellen Marsch sein, sondern einfach kontinuierlich bewegen, einfach ja, in Bewegung bleiben, genau. Ja. Ja, cool. Und auch, was du gerade gesagt hast, Jure, mit dem, dass man dann in diesem Momentum ist. Ich bin ja jetzt in Hannover meinen ersten Marsch mitgelaufen, nachdem ich mich sehr lange davor gedrückt habe. Und genau, und ich hatte das gleiche Gefühl, als ich davor mal 30 Kilometer gelaufen bin, so als Training, fand ich es richtig anstrengend. Aber wir waren halt alleine so, da war diese Masse nicht da. Und beim Mammutmarsch selber sind diese ersten 30 Kilometer, die habe ich gar nicht gemerkt, die waren weg. Also erstmal, weil wir so früh aufgestanden sind, so bis ich wach war, waren die ersten 10 Kilometer rum. Und dann irgendwie so, dann war man da auch schon drin. Dann war man schon bei diesen 30 und dann ist irgendwie, war man dann auch bereit für. Deswegen, ich finde dieses Momentum auch was, also ich finde beide Punkte voll gut im Alltag, so die Entscheidungen schon treffen und dann auch sich darauf verlassen, dass vor Ort sich das anders anfühlen wird als im Alltag. Dass man irgendwie dann bereit sein wird, weil man mitgerissen wird auch. Genau. Ja, cool. Und dann eben auch noch mal eine Frage, das hast du vorher auch schon angesprochen. Viele haben halt auch eine Sorge, sich dann alleine anzumelden. Ne? Du machst halt trotzdem eine krasse Challenge für dich selber, eine Herausforderung. Deswegen die Frage, empfiehlt ihr euch auch, sich alleine anzumelden? Kann man das machen? Ja, was heißt empfehlen wir, ob man sich alleine anmelden sollte oder
ja, zu mehreren. Am Ende macht man es nicht für irgendjemanden, sondern man macht es halt für sich selbst. Und wie es Jure ja auch schon gesagt hat, man ist nie allein auf der Strecke. Stehen so viele allein im Startkanal um einen herum. Alle haben die gleiche Sorge. Schaffe ich es heute? Wie läuft die Strecke? Oder wo läuft sie entlang? Schaffe ich das? Wie ist heute mein allgemeiner Gemütszustand? Und so weiter und so fort. Ich glaube, man hat so super viele Anknüpfungspunkte mit den ganzen Mammuts, die auch auf der Strecke sind, dass man ganz leicht sich miteinander connecten kann und sich einfach unterhält. Und ja, genau. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Okay.